Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen 7 Days to Die und die Mathilde spielt auch mit. Ja, genau. Ach scheiße, jetzt habe ich doch die ganze Schrotmunition mitgenommen. Ah. Ba-da-da-dum. Ein bisschen dabei haben ist ja nie verkehrt, das war ein bisschen viel. So, was machst du heute? Ich kümmere mich um die Zufahrt für die Garage. Ah, das ist eine super Idee. Aber irgendwie ist diese Schaufel voll blöd mit gerade mal Wertigkeit 2. Was machst du? Ja, gute Frage. Ich mach das doch. Du kannst ja gucken, ob mein Moped da hinten steht, ob du es findest. Kannst mit deinem hinfahren und dann. Jo. Dann soll ich gucken, ob ich deinen Moped finde. Genau, und dann kannst du dein Moped in die Tasche stecken und mit meinem zurückfahren. Aha. Und wo soll ich denn hinfahren? Ach so, Richtung Norden an die Abzweigung. Hier, guck mal kurz auf die Karte. Hier? Ja. Da hast du ein Moped verlegt. Ja. Weißt eigentlich direkt da, wo der kleine Weg auf die große Straße kommt. Dann guck ich mal kurz nach. Dankeschön. Hauptsache mein Sprit reicht noch. Das hoffe ich. Ich liebe diese Hupe. Ich habe ja immer noch diese scheiß Shorts an. Verdammt. Ja, wenn du dir keine vernünftigen Hosen anziehen kannst. Ich finde ja nie welche. Also eigentlich stand das da direkt an dieser Abzweigung. Da hatte ich das eigentlich direkt abgestellt. Hier oder was? Direkt hier? Ja. Mhm. Also mehr nach links. Genau, also so ein bisschen nach Westen. 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 Ja, 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 ja. Jetzt nach Norden drehen. Ja, na, ja, ja. Jetzt genau nach Norden. Genau nach Norden. Genau. Und jetzt müsstest du eigentlich drüber laufen. Nö. Es wird dir da auf der Karte angezeigt, oder was? Richtig. Ah. Ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. Weil hier liegt nichts. Oh, ich habe noch das ganze Gewehrmunition dabei. Ups. Wenn du Langeweile hast, dann kannst du mal nach Puddel. Vielleicht ist es da irgendwie, ja, durch den Bogen gefallen. Oder in den Bogen rein. Vielleicht ist es beim, nach dem Serverneustart wieder da. Das kann sein. Behalten wir das mal hier, ne? Oh, dann kommen wir wieder zurückgeflitzt. Ich habe das nur so verstanden, dass du das irgendwie nicht mehr gesehen hast, wo es hingestellt hast. So quasi übersehen hast, weißt du? Nein, ich habe es wirklich gar nicht mehr gesehen.
Eingabe der Karte bin ich ja da drüber gelaufen. Ich weiß, was du falsch gemacht hast. Was denn? Du hast den Tarnmodus nicht deaktiviert. Ja, das musst du machen. Ganz schön viele Bäume hier bei uns, ne? Mittlerweile so. Das ist noch nicht safe zu fahren. Können wir das nicht einfach irgendwie aufschütten, oder? Ich mache da schöne Schrägen hin, aus Holz. Die habe ich schon angefertigt. Okay. Aber ich dachte mir, es ist blöd, wenn es direkt vor der Garage schräg ist. Deswegen habe ich hier noch so ein, zwei Felder jetzt eben mit dem gemacht. Ich habe leider meine... leider meine Schaufel vergessen. Musst du leider ohne mich bohren. Buddel mach ich. Ich mach ein Flachdach. Ah, du kannst sie auf jeden Fall dann mit deinem Hämmerchen festklopfen. Da brauche ich Holz für. Oh, Kreischerin, da kümmere ich mich mal drum. Mach mal. Erst müsste Schleichschaden gegeben haben. Du dumme Kuh, du. Hat nur eine Krankenschwester angelockt? Oh, nee, da hinten sind noch ganz viele Kreischerinnen. Warum lockt? Brauchst du Unterstützung? Nee, es sind nur drei und dann ein Fettsack. Aber ich komme trotzdem mal, weil ich will meine tolle neue Armbrust ausprobieren. Einfach mal die Fresse halten, Mädels. Ich glaube, die Kreischerinnen halten irgendwie nicht viel aus. Bleiben deine Bolzen auch stecken? Das werden wir gleich sehen. Ja. Das ist ja gut. Ich hab da. Das sind. Eine Spinne, drei Militärzombies. Sind da hinten Richtung Brücke im Wald. Das ist nicht so schön. Ja, da gehen wir jetzt nicht lang. Also nicht in Richtung Südwesten gehen. Achso, ich dachte, die erledigen wir jetzt. Nö. Da ist eine Spinne dabei. Die ist da gerade wild rumgesprungen. Da habe ich jetzt nicht so Ambitionen zu. Willst du wirklich töten? Jo. Na gut. Komm außerdem in unsere Richtung hier, die ganzen Soldaten. Irgendwo ist eine Spinne mit dabei. Ich höre einen Vogel. Ups. Ey, das mit Erfahrungspunkten müsste man irgendwie noch anders machen. Inwiefern? Ne, ich habe gerade Erfahrungspunkte angezeigt bekommen. Ich dachte, das wären meine. Ich wollte den Zombie looten quasi, weißt du? Aber der war noch gar nicht tot. Der ist dann wieder aufgestanden.
Oh, die Armbrust braucht auf jeden Fall mehr Ausdauer anscheinend. Achso, das ist kein Vogel, das Geräusche macht auch die Spinne. Ja. Okay, die Armbrust braucht mehr Ausdauer. Oh, die kann ins Wasser springen. Cool. Spinne ist irgendwo im Wasser. Ah, kommt wieder hoch. Ach, halt doch mal die Fresse da, Kleiner. Ja, haut er den Baum kaputt. Richtig, was hat der arme Baumding getan? Scheint kein Waldfan zu sein. So, komm mal. Ah, die wurden bestimmt noch von dieser Kreischerin mit angelockt. Das ist gut möglich. So, Ruhe im Karton. Puh. Puh, mach die Mathilde. Oh, das ist eine Fahrrad, ist kaputt. Ganz kaputt? Das eine, das da liegt, ja. Ich will nicht, dass die da über den Hubbel fahren. Ja, Hubbel ist scheiße. Ich überlege gerade, wie ich das hinkriege. Ich glaube, ich mache dafür eine Eintrittsschwelle sozusagen. Ich weiß schon, wie ich das meine. Gut, dass du es weißt. Ich weiß es nicht. Ich werde es ja bestimmt gleich sehen. Hm. Lass mich einfach mal überraschen. Hm. Du. Ganz viele Frames. Ich dachte gerade, es ist eigentlich zu groß, die Garage, aber eigentlich dachte ich dann auch irgendwie nicht, weil wenn man dann später hier Autos haben oder so, dann brauchen wir den Platz. Hm. Das hast du richtig erkannt. Ja, ich weiß. Bin ein kluger Heinrich. Ja. Boah. Ja, bist du. Was war das? Das war so ein gezweifeltes... Hm? Oh, ich bin auch ein Dödel. Jetzt habe ich da die ganzen Sachen angefertigt und nehme die nicht mit und lass die in der Tischsäge liegen. Das ist gut. Ich hoffe, du hast keinen Dödel. Das wäre echt doof.
Das weißt du nicht, bevor du es nicht ausprobiert hast. Nö, nö, lass mal lieber. Thema wechseln. Ich mache hier ein Dach. Aber der Hammer könnte auch noch ein Tuck schneller sein für meinen Geschmack. Ah, wohl, man könnte hier noch so eine Dachluke machen. Da mache ich hier, nehme ich den Frame weg. Ah, ich habe bessere. Was machen? Hm, jetzt habe ich das falsch angefertigt. Auch egal. Kann das so halt. Was? Ich murmel ein bisschen vor mich hin. Ja, brauchst du nicht. Du brauchst nicht murmeln. Erzähl doch einfach, was du da machst. Ja, es gibt ja jetzt auch so halbe Blöcke, die man machen kann aus Holz, aber auch eben mit der Tischsäge. Ja. Und die wollte ich verwenden. Okay. Es ist doof, dass man das jetzt nicht mehr so schnell vor Ort einmal ausprobieren kann, sondern sich wirklich genau überlegen muss, was man braucht. Ja, und dann... Vielleicht baue ich mir so eine Tischsäge nochmal in meine Garage oder so. Ja, eigentlich wäre es cool, wenn man die so mitnehmen könnte, weißt du? Mhm. Weil die Tischkreissäge ist ja gar nicht so groß, dass man sie höchstens so aufstellen müsste, weißt du? Ja. Oh, da. Wood frame, half block. That's what I'm looking for. Nehmen wir ein paar mehr. Und dann könnte ich die noch. Nein, gebrauchen. Ich habe kein Holz mehr. Ach, davon brauche ich glaube ich nicht so viele. 7. Und was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Davon kann ich bestimmt noch ein paar brauchen. So, hoffen wir mal, dass das so klappt, wie die kleine Mathilde sich das auch vorgestellt hat. Das hoffe ich auch. Hui! Hui! Sieht gut aus. Oh, da habe ich das vergessen. Leiter, Leiter, Leiter. Nein! Einer fehlt. Egal. Achso, ich dachte eher gerade, dass es da was nicht kloppt. Ach, einer fehlt da noch. Gibt es sowas hier? Ach, jetzt verstehe ich, wie du das meinst mit der Rampe. Oder mit dem Buckel da. Ja, weil wir kriegen das einfach nicht so eben, dass wir nicht über die... Ja, dann machen wir unsere Motorräder nicht kaputt machen. Genau, genau. Weil Mathilde ist ja pfiffig. Also manchmal.
Oh, wow. Teste erstmal mit Klickst dem Fahrrad. Klickst 50 Mal und dann drück da einmal. Macht einen guten Eindruck. Musst du nur halt, ja, einmal sozusagen festkloppen. Je, ich habe gerade so viel gekloppt, ich habe gerade die Schnauze voll vom Kloppen. Kannst du mir auch den Hammer geben? Wir haben da noch einen Hammer. Aber ich habe keine Lust, den zu holen. Kann ich auch nichts für. So. Einfach reicht er hier unten, ne? Oh, hier ist irgendwie, hier fehlt irgendwas. Ah, ich habe kein Holz mehr. Fehlt da irgendwo ein Frame? Nee, ich dachte, da fehlt einer. Ich habe kein Holz mehr. Hast du noch Holz? Ja. Such dir aus, willst du mir das Holz geben oder willst du den Hammer? Haben wir das geklärt. Dann würde ich einfach noch ein paar Fackeln machen. Sieht doch nett aus. Ja, bisher ist es ja nur so, ja, eine offene Garage, ne? Oh. Klickst du, er macht sogar die Bewegung, aber macht es da nicht einfach fest. Dann baue ich ein paar Fackeln. Fackeli, du, Fackeli, der. Was bist du denn da? Ah, die letzten zwei Blöcke und ich habe kein Holz mehr. Ah, wenn man mit der Armbrust zielt, geht die Ausdauer runter. Ach so. Also, wenn man da so dieses Ranzoom macht. Faszinierend. Brauchst aber weniger Bolzen für den Gegner, oder? Ich glaube. So, was wollte ich jetzt machen? Ich hab's vergessen. Ich wollte Fackeln bauen. Ja, Fackeln. Sag ich doch. Falls ich brauche Staubplätze. Oh. Genau, und ich wollte mir noch eine neue Knochenklinge machen. Ja gut, Knochen sollten wir ja genug da haben. Ja, ja. Und dann brauche ich Fett. Auch das sollten wir noch genug da haben. Und für das Holz hacke ich ein bisschen was. Hat ja schon mal was für sich, diese Garage. Ja, ist jetzt keine Schönheit, aber ja, erfüllt seinen Zweck, sag ich mal, ne? Ja. So, ich mache hier auch gerade eine ganze Reihe von Fackeln nochmal. Ja, das funktioniert ganz gut. Eingeparkt. Und was machen wir morgen, Brain? Hä?
Liebe Leute, die zugucken, Heinrich versteht diese Anspielung nicht. Ja. Weiß schon, da gab es irgendeine Serie. Der Pinky Aha. und der Brain, 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 Brain. Kann man Pinky und Brain nicht erkennen? Ja. Da war ich schon so ein bisschen raus aus dem Alter. Also, wenn ich dich frage, was wollen wir morgen machen, Brain, dann sagst du dasselbe, was wir jede Nacht machen, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reichen. An uns zu reißen. Die wollten die Weltherrschaft, die wollten nicht zerstören, okay. Nein, die wollten die Weltherrschaft haben. Und in einer Folge haben sie sogar aus Pappmaschinen dann Erde 2 gebaut. Nur um die zu beherrschen. Nee, die war dann so toll, weil sie die dann beworben haben, dass halt alle von der ersten Erde auf die zweite Erde umgezogen sind, weil das viel cooler war, auf der Erde zu leben. Und dann kam ein großer Asteroid und hat, glaube ich, die ursprüngliche Erde kaputt gemacht. Okay. Und deswegen waren sie dann alle froh, dass sie eine zweite Erde hatten. Tja, ich überlege nur, wie wir da jetzt irgendwie Tore machen, weil... Aua! Schacheldraht. Mir fällt gerade ein oder auf, dass... Das ist, glaube ich, deins Fahrrad. So. Mir fällt gerade auf... Ich weiß gar nicht, ob die Tore hier durchgehen, wenn wir sie so aufmachen. Das weiß ich auch nicht. Ja, aber wir lassen es so. Ah, ich glaube, die Tore musste man immer früher auch, glaube ich, schon im... Die musste in einer Werkbank gefertigt werden. Ich gucke mal mir die Werkbank an. Ah, hier ist Stacheldraht. Diese Kackpflanze, geh weg. Morgen schon Tag 27. Das heißt, so langsam sollten wir uns mal um den Fall wieder kümmern. Ja, das hatte ich auch gerade vor noch warte mal. Meiner restlichen Zeit. Richtung Norden, Kreistante. Tot. Très bien. Übrigens, die Bäume, die wir selber angepflanzt haben, die bleiben da stehen mit so einem Setzling. Habe ich gerade gesehen. Okay. Wie, das heißt, ich hack die kaputt und dann kommen die wieder, oder was? Jaha. Du musst die nicht mal anpflanzen. Aha. So, Werkbank. Oh, du hast da Lederhandschuhe gemacht. Sind die neu? Die sind da schon länger drin. Ach so. Ah, du wolltest die, glaube ich, nicht tragen. Oh, das kann sein. Wegen der Wärme, ne? Dass die... Warum habe ich die nicht in die Klamottenkiste getan? Das weiß ich nicht. Oh, ich kann einen Chemietisch bauen. Haben wir noch gar nicht, ne? Nö. Können wir einen Messbecher selber bauen? Nee, ne? Ich glaube nicht, aber wir müssten noch irgendwo einen haben, glaube ich. Ja, ich brauche zwei. Und ein brennendes Fass, dass man die nicht mal einsammeln kann. Aber die kannst du, glaube ich, relativ schnell machen. Ah, da war es. Fallgaragentor. Oh.
Und kannst du es schon bauen? Ja, Schraubenfedern brauchen wir und diese Maschinenteile, Maschinenparts. Da. Also Mechanical Parts müssten wir eigentlich genügend haben. Und Federn auch, ich habe die nie weggeschmissen. Ich auch nicht. Ich habe die dann verbraucht. So, ganz kurz mal gucken, wenn ich hier im Kleidungsschrank bin. Oh. Meine Handschuhe sind kaputt, die sind bei 0. Oh. Die bringen gar nichts mehr, Cold Resistance und so. Hm. Ah, doch, die bringen noch ein bisschen Armor. Deine Handschuhe bringen irgendwie gar nichts. Dann bleibe ich bei den kaputten. Und diese Fliegerbrille, die ich gerade gesehen habe, ich sehe die ja nicht selber. Warum habe ich die auf? Ich hasse die. Sieht so scheiße aus. So. Was wollte ich machen? Ah ja, Federn. Und so, ne? Metall habe ich ja. Ich baue erstmal eins. Oder soll ich gleich zwei bauen? Ne, ich baue erstmal eins. Und in 30 Sekunden kann ich dir sagen, ob das zu breit ist, was ich gebaut habe, oder zu... oder gar nicht geht, oder... naja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Faszinierend. Finde ich auch. Ich bin gespannt. Ich fülle gerade unseren Graben wieder auf. Au! Bist du gestorben? Nein. Alter, das klang aber echt brutal gerade. Bin halt in... Ich hab einen Spike-Trap gebaut und bin dann da auch irgendwie direkt rein. Hm, hab ich gehört. Weil ich die zu nah an mir positioniert. Das war auch ein bisschen. Ein Garagentor. Ich hab so die Vorahnung, dass was ich gebaut habe zu breit ist. Und dass wir das Tor nicht aufkriegen oder so. Irgendwas passiert doch gleich. Irgendwie werde ich mich gleich ärgern. Und? Das Tor ist ja zu mega, Alter. Ja, dann kannst du da ja nur noch drum rumbauen. Dreh das vielleicht mal um, dass es nach innen aufgeht, oder? Es ist trotzdem zu mega. Zu klein, meine ich. Also, ja, warte mal. Ich meine, ich kann es ja bauen oder hinstellen. Und muss es ja nicht zumachen. Ich baue einfach mal eins. So. So sieht es natürlich doof aus. Es geht nach innen auf, hast du recht. Dann musst du halt drumrum noch Dinger. Dinger, bin ich, habe ich, ich habe. Holzframes. Dinger habe ich. Einmal Dinger. Dinger, Dinger. Geht schon mal wieder in unseren Baumkeller. Yep. Aber erst gucke ich, ob ich hier irgendwas Cooles kochen kann. Das heißt, da brauche ich nur eins und dann da nochmal zwei. Was ist das so Cooles? Fischtacos, Chili Dog. Dafür bräuchte ich Maisbrot. Brauche ich denn für Maisbrot? Maismehl und Wasser. Für Mais haben wir denn so. Ach, guck mal, 25. Könnte ich ja mal ein bisschen Maismehl machen. Maisbrot backen. Zack. Gucken wir mal. Ich brauche hier noch einen Chili Dog, eine Dose Chili. Hm. Wir haben drei Dosen Chili. Werden die in Chili Dogs verwandt. In Chili was? Chili Dogs. Ganz, was ist das nochmal? Achso. Nee, was ist das? Ein Chili Dog ist letzten Endes nichts anderes als ein Hotdog mit Chili. Ah, okay. Wollen wir ganz schnell nochmal ein Täuschen bauen?
Genau, dafür brauche ich Kartoffeln. Und das konnte ich doch mit diesem ekelhaften, vergammelten Fleisch noch machen. Ja, du wolltest das unbedingt haben, das weiß ich noch. Frag mich aber nicht weswegen. Ich guck gerade, was ich will. Ah, aus Dosenfleisch. Also Dosenfleisch kann ich damit machen. Farbe? Farbe? Du kannst Farbe aus altem Fleisch machen? Nein, ich kann Dosenfleisch mit Farbe machen. Also in das Dosenfleisch kommt Farbe rein. Klingt jetzt aber nicht sehr gesund. Nee, irgendwie nicht. Ach, das Hobo-Stew war das. Aber dafür brauche ich auch Kartoffeln. Ich brauche für alles mögliche Kartoffeln. So. Was brauche ich noch für den Chili Dog? Ach so, normales Fleisch. Okay. Ja, yeah, ich kann Chili Dogs machen. Und zwar 3 Stück. Kochen war das doch. Nachdem das Maisbrot dann irgendwie fertig ist, natürlich. Mal gucken, was die so bringen, die Chili Dogs. So, hier nehmen wir mal eine ganze Menge raus, was nichts mit Essen zu tun hat. Alles nichts mit Essen zu tun. So. So, Tore sind drin. Ich habe aber den Einframe oben noch Platz gelassen. Habe ich noch nicht zugemacht. Weil ich nicht weiß, wie groß dann die Fahrzeuge sind. Aber ja, dafür, dass es einfach nur aus Holzframes gemacht sind, da ist, sieht das ganz nett aus, auch mit diesem Huckel. Der sieht jetzt nicht so stylisch aus, aber erfüllt seinen Zweck. Und die Fackeln passen, hast du richtig schön hingesetzt. Sieht richtig gut aus, aber hier diese Wand mache ich nochmal auf dieser Seite. Sieht dann frontal noch besser aus. Junge. Vorwarnung, irgendwo beim Haus ist eine... Nein! Ah, ich habe den einen Frame aus Versehen ausgebessert. Es ist ja Stahl mit dran. Ach, ich will das nochmal gucken. Ach, das sieht gut aus. Jetzt sieht's frontal gut aus. Jetzt passt es seitlich nicht mehr, ne? Aber es ist mir egal, seitlich gucken wir einfach nicht hin. So. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, so mit den Fackeln und so. Ja, das sieht ganz gut aus. Eine Art Landeplatz, könnte man sagen. Ja, ja, genau. So, und schon wieder ist ein Tag rum. Ja, also auch von hier, von unserem Balkon sieht es echt ganz cool aus. Wenn die echten Arbeitstage mal so schnell rumgehen würden. Ja, dann zeigen wir mal euch, haben wir bestimmt schon mal erzählt, ne, das Projekt. Yes. Ja, was wir gerade im Keller machen wollen, da die... Achso, der unterirdische Wald, meinst du? Genau. Da hatten wir damals, erst wollte ich hier in Räumlichkeiten reinpacken, kam uns die Idee und Mathilde buddelte von unten quasi und ich buddelte gerade hier von oben. Man kann hier schon einmal durchgehen. Und diesen ganzen Bereich bis da oben hin muss noch, ja, freigekloppt werden, damit wir da Mutter Erde hinpacken können und vielleicht pflanzen. Das wäre echt cool. Das ist erstmal so ein Testgelände hier. Ich esse jetzt... Ach nee, Chili Dog ist noch wert. Das Aber ist ein Maisbrot esse ich. Trinke Flüssigkeit, dann tue ich das doch. Schaufel habe ich mit. Dann gehe ich auch in unser unterirdisches Waldprojekt. Ob das ja, die Schaufel habe ich vergessen. Die ist noch in der Waschmaschine. Aber gerade ist ja eh nur Stein, keine ja. Erde. So, weiter muss ich. Fertig. Okay, ja, dann... Dann kloppen wir jetzt und ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder am besten wäre ein Abo. Am besten wäre ein Abo. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß, haut rein, ciao! Tschüss!